2012 neigt sich dem Ende zu und Amerika ist mit einer Talfahrt der Wirtschaft im eigenen Land und Konflikten in Übersee konfrontiert. Während die gefürchtete haushaltspolitische Klippe am Horizont erscheint, haben die Republikaner im Kongress ihre Bereitschaft angekündigt, Steuererhöhungen mitzutragen, um einen Deal mit dem Weißen Haus zu erreichen. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Ben Bernanke, deutete seinerseits an, dass er bereit wäre, unbegrenzt weiter quantitative Lockerungen durchzuführen, also Geld zu drucken, um die Wirtschaft wiederzubeleben. Allerdings gab er kürzlich in einer Rede in New York vor der Bankerelite zu, dass seine Bemühungen, die Wirtschaft zu stimulieren, nicht erfolgreich sind und dass er keine weiteren Mittel und Wege zur Verfügung hat. Im Nahen Osten endete der kürzliche Konflikt zwischen Israel und Gaza mit einem weiteren unruhigen Waffenstillstand. Ägyptens Präsident Mohamed Morsi, der bei den Verhandlungen dabei war, hat nie dagewesene Machtbefugnisse an sich gerissen, was Befürchtungen weckt, dass das größte muslimische Land in der arabischen Welt in die Hände einer radikalen anti-westlichen Diktatur gefallen sein könnte. Irans Wirtschaft leidet unter den Auswirkungen einer schlechten Innenpolitik auf der einen Seite und lähmenden Strafsanktionen auferlegt durch die USA und die EU auf der anderen Seite. Die Möglichkeit eines Militärschlags gegen das Atomprogramm des Iran bleibt weiterhin klar bestehen. Präsident Obama kehrte kürzlich von seiner Asienreise zurück, wo viele Nationen sich zunehmend nach Peking als dominante Wirtschaftsmacht wenden und nicht mehr nach Washington. Was können wir für das kommende Jahr erwarten? Wird es eine wirtschaftliche Erholung und internationale Stabilität geben oder eine Fortsetzung der Talfahrt und mehr Konflikte? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir Jared Salanti zu Gast. Jared ist Gründer und Direktor des Trends Research Institutes, der Autor von Trends 2000 und Trends Tracking und der Herausgeber des Trends Journal. Gerald, der Kongress und das Weiße Haus insistieren, dass sie eine Einigung erreichen werden, wodurch der Sprung über die sogenannte Haushaltsklippe abgewendet werden kann. Ist das ein Grund für Optimismus? Warum würde irgendjemand irgendwas von dem glauben, was Washington oder was das Weiße Haus sagt? Ich sage das nicht, um pessimistisch zu sein oder um mich über ihre Aussagen lustig zu machen. Ich spreche hier nur eine Tatsache aus. Ich stelle die gleiche Frage immer wieder und keiner kann mir eine Antwort geben. Zeige mir nur einen Erfolg, der aus Washington kam. Gesundheitsvorsorge? Toller Job. Erziehung? Brillant. Amerika gewinnt im Vergleich mit den OECD-Nationen keinen Blumentopf mehr. Die Schere zwischen Arm und Reich in Amerika ist größer als in jeder anderen Industrienation. Sie leisten super Arbeit bei der Rettung der Wirtschaft. Und wie ist es mit dem Militär? Was für eine tolle Truppe. Eine Spitzenleistung in Afghanistan. Im Irak ist auch alles ganz großartig. Und dann die wundervolle humanitäre Mission in Libyen. Man könnte ewig so weitermachen. Sage mir eine Sache. Nur eine, bei der sie erfolgreich waren. In meinen Augen, und ich spreche hier nur für mich, würde nur ein Vollidiot den Mist glauben, der aus Washington kommt. Wie könnten die irgendwas zustande bringen? Das sind die Leute, die alles verbockt haben, und jetzt werden sie alle Probleme lösen? Nein, es wird alles immer schlimmer werden. Gerald, kannst du für die Zuschauer den Begriff der Haushaltsklippe definieren? Man hört ihn immer wieder, er taucht immer wieder auf. Könntest du genau erklären, was er bedeutet und warum die Leute so viel Angst davor haben? Ja, und gehen wir dabei auch zurück zu der Frage, warum man annehmen würde, dass sie dieses Problem lösen könnten. Das mit der Haushaltsklippe, an der wir jetzt hängen, begann im August 2011, vor eineinhalb Jahren. Damals hatten Moody's die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft, denn Washington war nicht in der Lage, einen Plan für die Lösung der nationalen Schuldenkrise zu entwerfen. Die Schuldenhöhe beträgt 16,5 Billionen Dollar und wächst jährlich um mehr als eine Billion. Sie haben dann eine Art Einigung erreicht. Also das Weiße Haus und der Kongress haben keine richtige Einigung erreicht und sie verständigten sich auf automatische Budgetkürzungen, die immer dann greifen, wenn keine echte Einigung erzielt wird. Das bedeutet, dass es auch im Verteidigungsministerium Kürzungen gibt, was nebenbei bemerkt aber total lächerlich ist, denn die Kürzungen betragen nur lausige 50 Milliarden Dollar pro Jahr, wodurch die Ausgaben dort trotzdem steigen, denn es ist nicht im aktuellen Budget. Und nur fürs Protokoll, das Budget für Verteidigung und die Ausgaben in diesem Bereich liegen bei mehr als einer Billion Dollar pro Jahr. Sie reden jetzt von 50 Milliarden über 10 Jahre. Das sind Peanuts.
wenn das F-35-Programm allein schon 1 Billion kostet. Und dann Einschnitte im Sozialsystem und Steuererhöhungen. Diese automatischen Kürzungen sollen angeblich dabei helfen, das Defizitproblem zu lösen. Aber weil sie nicht zielgerichtet sind, sagen sie, sie würden die, Zitat, zerbrechliche Erholung behindern. Aber es gibt keine Erholung, das ist nur Fassade. Sie haben die Situation mit quantitativen Lockerungen und mit dem TAR-Programm verschleiert. Darüber will ich auch noch reden, aber erstmal zum FED-Vorsitzenden Ben Bernanke. Er sagte kürzlich, seine Fähigkeiten, mit dieser Krise umzugehen, seien begrenzt. Er ist aber der gleiche Typ, der vorher meinte, dass unendliches Gelddrucken die ökonomische Abwärtsspirale beenden könnte. Was bedeutet sein aktuelles Zugeständnis? Hat er wirklich begriffen, dass Inflation kein Heilmittel für die Wirtschaft ist? Das ist wieder so eine Angelegenheit. Warum würde irgendjemand irgendwas von dem glauben, was dieser Clown von sich gibt? Schauen wir mal seine Geschichte an. Denn was ich über diesen Idioten sage, ist keine grundlose Beleidigung. Wenn meine Erfolgsbilanz so schlecht wäre wie seine, wäre ich schon längst aus dem Geschäft. Aber wenn du zum Club der Jungs mit den weißen Schuhen gehörst, wenn du im Team bist, kommst du mit allem davon. Was sagte Bernanke vor dem Beginn der Panik von 2008? 2005 sagte er, es würde niemals eine nationale Immobilienkrise geben. Das habe es in diesem Land noch nie gegeben. Als die Krise dann ihren Lauf nahm, sagte er, die Subprime-Krise würde sich nicht auf den allgemeinen Hypothekenmarkt auswirken. Und als wir im November 2007 schon über die Panik von 2008 schrieben, sagte er noch, das Risiko, dass Amerika in eine Rezession geraten könnte, würde nicht existieren. Warum würde irgendjemand zu diesem Typen schauen, es sei denn, man will einen Fehler nach dem anderen sehen? Er hat keine Ahnung von dem, was er tut, das ist eine Bande von Verlierern und wie ich schon sagte, bei allem, was sie anfassten, sind sie gescheitert. Lass uns für einen Moment über Gold sprechen, denn wir sprachen bereits kürzlich mit dir darüber, wer eigentlich das Gold hat. Deutschland forderte eine visuelle Überprüfung seiner nationalen Goldreserven in der New Yorker Federal Reserve. Viele andere Nationen wollen ebenfalls ihre Bestände prüfen. Ecuador will seinen Goldschatz vielleicht zurückführen. Wenn diese Prüfungen stattfinden, wird es im nächsten Jahr eine Art Goldrausch geben? Schauen wir uns erstmal die Sache mit Deutschland an. Was haben sie? Gold im Wert von ca. 120 Milliarden Euro. Das ist weniger als das Rettungsgeld für Griechenland. Selbst wenn sie es hätten, wäre das nichts. Und wo sagen sie, haben sie es? Ich liebe es. Du weißt schon, der Zweite Weltkrieg, die Deutschen. Oh, sie haben es nach England gegeben. Ein Teil von ihrem Gold ist in der Bank von England. Oh, und die USA, ihr anderer Verbündeter im Zweiten Weltkrieg, die haben auch was. Oh, und auch Frankreich, erinnerst du dich, das Frankreich, das von den Deutschen besetzt war? Sie haben anscheinend auch einen Teil. Wer glaubt diesem Müll? Ich glaube nicht, dass das Gold noch da ist. Übrigens wird momentan in sehr großem Maße von China, Brasilien und anderen Nationen Gold gekauft. Für jedes Land, das sein Gold nicht zu Hause hat, ist es, wie wenn man sein Geld in der Bank hat und plötzlich ein Bankfeiertag ausgerufen wird, wo die Währung entwertet wird. Ich wurde von MF Global aufs Kreuz gelegt. Mein Geld war auf einem individuellen Konto. Aber John, der Schleimbeutel Corzine, der ehemalige Senator und Gouverneur von New Jersey, der ehemalige Anführer der Goldman Sachs Gang, hat es gestohlen. Keine Ahnung, wo es ist. 1,6 Milliarden. Keine Ahnung, wo die Knete ist, Alter. Kann sie nicht finden. Aber keine Sorge, er wird nicht verurteilt, denn Eric Holder, der Typ, der angeblich unser Generalbundesanwalt ist, kommt aus der gleichen elitären Anwaltskanzlei, die auch MF Global vertritt. Der Punkt ist also, was du nicht physisch besitzt, hast du auch nicht. Deshalb hat Venezuela all sein Gold aus England zurückgerufen. Und deshalb hat jedes Land mit ein bisschen Verstand, das nicht von der neuen Weltbankenordnung regiert wird, sein Gold zu Hause. Wie wird sich der Goldkurs entwickeln? Sieh dir nur an, was letzte Woche passierte. Der Kurs testete den Bereich unter 1700 Dollar und schoss heute auf 1750. Denn China und die ganzen anderen Länder, die Eurozone, die USA, alle sind damit beschäftigt, Geld aus dem Nichts ins System zu pumpen, um das Ponzi-Schema am Laufen zu halten. Werden wir dann Lastkähne voller Gold sehen, die nach Deutschland schippern? Denkst du, sie werden ihr Gold erfolgreich zurückholen können? Nein, absolut nicht. Denn Deutschland ist ein Mitglied des Abzockerteams, des Ich-Zock-Dich-Ab-Teams. Deutschland arbeitet drüben in Europa daran, die neue Weltbankenordnung zusammenzubauen.
Du weißt schon, all dieser Mist mit diesen faulen Krediten in Spanien, in Italien, in Portugal, in Irland und in Griechenland. Die Banken gingen pleite und die Leute mussten sie retten. Und wohin ging das Rettungsgeld? An die Bundesbank, Société Générale und an die Commerzbank. Das sind die Banken, die die faulen Kredite an diese Länder vergeben haben. Und jetzt erschaffen sie in Brüssel eine Bank, die das Pendant zur US-Zentralbank wird. Deutschland spielt in diesem Spiel auch mit. Und wie ich schon sagte, selbst wenn sie ihr Gold bekommen, ist es nicht viel wert, wenn man die Größe ihrer Wirtschaft bedenkt. Da sind 122 Milliarden Euro nicht viel. Aber ich glaube nicht, dass sie das Gold bekommen, denn ich glaube nicht, dass es noch da ist. Wo wir gerade über Gold reden, die Türkei hat zugegeben, dass sie bei Gasgeschäften mit dem Iran Gold als Zahlungsmittel nutzen, um die von den USA verhängten Sanktionen gegen Teheran zu umgehen. Sowohl Iran als auch China importieren große Mengen an Gold. Was ist von dieser Entwicklung zu halten? Wir schrieben die Geschichte, bevor sie passierte. Wir sagten, der Iran würde mit Indien, der Türkei und anderen Ländern mit Gold handeln. Das ist also wirklich keine Überraschung. Es ist nur jetzt erst in den Mainstream-Nachrichten. So ist das nun mal und so wird es auch weitergehen. Zu den wichtigen Entwicklungen, die ich sehe, gehört auf jeden Fall diese Tatsache, dass Iran Öl für Gold verkauft, weil sie von den internationalen Finanzmärkten ausgeschlossen werden. For gold because they're being shut out of the financial markets, the banking sector. So, mit dieser Tatsache im Hinterkopf muss man sich auch das größere Bild ansehen, nämlich dass der dritte Weltkrieg beginnt. Der erste große Krieg des 21. Jahrhunderts hat begonnen. Ich habe das immer und immer wieder gesagt. Wie viele Beweise brauchen die Leute noch? Man sieht es in Syrien, man sieht es in Libyen, man sieht es im Jemen, man sieht es wieder in Ägypten. Wenn man sich die Herbstausgabe des Trends Journal ansieht, kann man alles darüber nachlesen. Wir wussten, dass das in Ägypten jetzt so passiert. Dann sieht man Millionen von Menschen, die auf die Straße gehen, in Spanien, in Portugal, in Italien. Auch in Irland waren gerade 10.000 auf den Straßen. Die Welt ist ein Tollhaus. Und wenn es eine solche Instabilität gibt, steigen auch die Goldpreise. Wir reden über einen Weltkrieg, wir reden über Instabilität. Präsident Obama kam gerade aus Asien zurück, wo Washington versucht, eine Allianz zu formen, um China einzudämmen. Wie stehen die Chancen, dass wir uns eines Tages in einem militärischen Konflikt mit Peking befinden könnten? Die Psychopathen sind an der Macht. Um das ganz klar zu machen, für all die kleinen Jungs und Mädchen da draußen, schaut euch an, wer eure Generäle sind. Diese kleinen Jungs wie Petraeus und Allen, das sind keine Männer. Schaut dir diesen Typ Allen an, der eigentlich in Afghanistan die Fäden ziehen soll und tausende Seiten von E-Mails an irgendein Mädchen schickt, während den Männern und Frauen, die dort dienen, ihre Köpfe und Beine weggepustet werden. Schau dir diesen kleinen jungen Petraeus an. Ich meine, komm schon. Weißt du, wie er es so weit gebracht hat? Er hat die Tochter des Leiters von West Point geheiratet. Diese Typen haben ihren Weg nach oben als Speichellecker gemacht. Das sind keine wahren Krieger. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Amerika keinen Krieg mehr gewonnen. Sie verloren in Vietnam, sie verloren in Korea. Oh, warte, ich habe was vergessen. Sie haben in Panama gewonnen. Und was war das noch? Grenada. Ah ja, die große Nation von Grenada. Ich meine, ja klar, natürlich führen die uns in noch mehr Kriege. Das sind Psychopathen. Das sind keine Männer. Sie sind wahnsinnig und die Leute folgen ihnen trotzdem. Ich könnte alle Kriege auf der Welt mit einem Schlag beenden. Ich hörte, wie Obama sagte, er will Assad erledigen. Hier ist mein Plan. Und wir können dabei den Haushalt konsolidieren. Eine direkte Konfrontation der Führer der Welt. Du willst Assad erledigen, Kleiner? Los, schnapp ihn dir. Geh voran. Du und er im Ring, wir übertragen das im Bezahlfernsehen. Ich habe genug davon, dass diese Psychopathen den Planeten zerstören und eine Horde von Idioten da draußen glaubt ihren Dreck auch noch und folgt ihnen.
Schau dir an, was gerade in Israel passierte. Darüber will ich auch reden, denn du sagtest jetzt wiederholt, dass wir auf einen neuen Weltkrieg zusteuern. Wir befinden uns kurz davor und der Krieg in Gaza wird wirklich akut. Führt der Waffenstillstand dort zu irgendeiner Beruhigung? Ich will zunächst mal den Kontext klar machen, damit das auch jeder wirklich versteht. Ich weiß, viele Zuschauer dieses Programms sind in Florida und ich weiß, dort leben viele Juden. Und wenn ihr mich einen Antisemiten nennt, könnt ihr mich mal. Ich hoffe, das war deutlich genug. Ich bin kein Antisemit. Einige meiner besten Freunde sind Juden und ich sage das nicht einfach so. Unser Chefredakteur John West und zwei Drittel der Belegschaft sind Juden. Die letzten drei Frauen, mit denen ich ausging, waren jüdisch. Das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Es hat damit zu tun, Dinge beim Namen zu nennen. Und darum geht's. Fakten auf den Tisch. Schau dir die Karte von Israel im Jahr 1948 an und schau dir an, wie groß es heute ist. Sie stehlen permanent palästinensisches Land und sie versklaven die Bevölkerung. Das muss man nicht schönreden. Gaza ist im Belagerungszustand. Und wenn man dann eine Silvesterrakete von dort abschießt, bomben sie dort alles kurz und klein. Aber hier haben wir einen Psychopathen, Netanyahu. Er gehört auch zu diesen Wahnsinnigen, die den Planeten zerstören. Und daher, nein, es wird keinen Frieden geben. Geh ein paar Monate zurück, lies die Nachrichten. Israel wird mehr Land von Palästina annektieren, um Siedlungen zu bauen. Was ist das für eine Bullshit-Sprache? Sie stehlen mehr Land und bauen dort mehr Häuser. Und hört mit diesem Siedlungsunsinn auf. Was soll das sein? Die fröhlichen Siedler? Wie sie durch die Wüste reisen in Planwagen? Sie stehlen die Häuser der Leute, ihre Gärten, ihren Grund und Boden und so, und sie kommen damit davon. Und dann kommen wir mit diesem fadenscheinigen Argument, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen. Ach was, genauso wie jeder andere auch. Was sie also tun ist, einen Krieg herbeizuführen, indem sie permanent palästinensisches Land stehlen. Ich denke mir das nicht aus. Schau dir die Karte von 1948 an, schau dir die von 2012 an und schau dir die UNO-Resolutionen und die Genfer Konvention an, dann siehst du, wogegen Israel bisher schon alles verstoßen hat. Aber man kann nichts Schlechtes gegen Israel sagen. Nur über die USA oder den Iran oder Syrien, aber nicht über Israel. Der ägyptische Präsident Morsi kam durch den arabischen Frühling an die Macht und eignete sich nun Vollmachten an, die manche als diktatorisch bezeichnen. Hat er das Potenzial, ein neuer Nasser zu werden? Und wenn ja, was würde diese Entwicklung im größten muslimischen Land der arabischen Welt für die Region bedeuten? Nein, er wird kein neuer Nasser. Denn was Morsi tut, basiert auf einem religiösen Glauben. Und wenn man sich hier die Fakten, über die wir auch schon geschrieben haben, bevor es passierte, ansieht, dann sieht man, dass die Moslembruderschaft nichts zu tun hatte mit der Revolution im Januar und im Februar 2011. Sie waren Außenstehende. Das jetzt ist ein Staatsstreich. Ich schrieb darüber schon 1996 in meinem Buch Trends 2000, dass du im neuen Millennium aufwachen würdest und die neuen Kreuzzüge begonnen haben werden. Und weißt du warum? Ich habe es Punkt für Punkt erklärt. Die imperialistischen Mächte, die überall im Nahen Osten Diktatoren unterstützen, treiben die Menschen dadurch in die Armut und in die Arme von charismatischen Klerikern. Das ist im Wesentlichen, was ich geschrieben habe. Was jetzt passiert, ist, dass sie die Revolution gehijackt haben. Das gleiche passiert auch in Tunesien. So läuft das, wenn man eine Nahostpolitik hat, die so einseitig ist wie die der USA. Mit der Zerstörung des Irak, der Zerstörung von Afghanistan und Israel lassen sie mit Mord davonkommen. Und nebenbei bemerkt, ich habe Morddrohungen bekommen von diesen Leuten in Florida, in Boca Raton. Richard Blackmun war einer von ihnen. Ja, google diesen Clown mal. Er fragt, wie ich es wagen könnte, mich gegen Israel auszusprechen und dass ich meinen Platz kennen sollte. Du kannst mich mal, Richard, alles klar? In Ordnung, wir können später noch über Richard Blackmun reden, aber
Nein, es ist dieser elende Zustand in den USA, wo die Medien so verdreht sind, dass man absolut nichts Schlechtes über Israel sagen darf. Und ich habe genug davon. Ich will das ganz klar sagen. Mein Geld soll nicht nach Israel gehen. Wenn mein Geld irgendwo hingehen sollte, würde ich es nach Italien schicken. Ich bin Italiener. Und ich will nicht, dass es dorthin geschickt wird. Und es hat nichts damit zu tun, jüdisch oder italienisch zu sein, sondern mit der Unterstützung von Kriegsverbrechen. Und so wie ich das sehe, will ich keine Kriegsverbrechen unterstützen. Die USA und vermutlich auch Israel üben bereits seit einiger Zeit Gewalt unterhalb der Kriegsschwelle gegen den Iran aus. Nicht nur wirtschaftliche Sanktionen, sondern auch gezielte Attentate innerhalb des Landes. Werden wir nächstes Jahr einen offenen Krieg mit dem Iran sehen? Ja, ich glaube schon. Und gehen wir hier nochmal etwas zurück. Schauen wir uns die Geschichte an. Die USA und England haben 1953 die demokratisch gewählte Regierung des Iran gestürzt, die von Mossadegh, einem Universitätsprofessor, angeführt wurde. Und weißt du wieso? Weil er es wagte, die Ölfelder des Landes zu nationalisieren. Das ist korrekt. Er nahm sie aus den Händen der Anglo-Persian Oil Company, besser bekannt als BP, diese Firma, die den Golf von Mexiko verpestete, und Standard Oil, heute besser bekannt als Exxon. Und sie brachten den Schah an die Macht, diesen brutalen Diktator, falls irgendjemand über ihn gelesen hat. Sie haben die Künstler und die Intellektuellen abgeschlachtet oder ins Gefängnis gesteckt. Die Savak war genauso schlimm wie die SS. Als die Revolution im Iran stattfand, haben die Leute in den USA das gar nicht mitbekommen. Und dann vergessen sie ihre Geschichte und wie das Volk und die Revolution sagten, haut ab mit dem Schah, schließt eure Botschaft und geht nach Hause. Aber die Amerikaner sagten, auf keinen Fall, wer seid ihr, dass ihr uns vorschreibt, was wir tun sollen? Der Krieg gegen den Iran, der von den USA, der NATO, England und dem Rest der imperialistischen Mächte ausging, hörte niemals auf. Und wenn du dir jetzt den Krieg ansiehst, der gerade in Gaza stattfindet, und wenn du liest, was Haaretz und die anderen israelischen Zeitungen schreiben, siehst du, dass Netanyahu aus sogenannten politischen Gründen handelte, weil er im Januar Wahlen anstehen. Würde es dieses Jahr Krieg geben, kann ich nicht definitiv sagen, aber ich denke, dass es ein Ereignis geben wird, egal ob unter falscher Flagge oder echt, das dazu führen wird, dass der Iran von den Amerikanern und den Europäern, die nicht selbstständig denken, gehasst wird. Gerald, du hast oft gesagt, wenn Menschen alles verlieren und nichts mehr zu verlieren haben, dann drehen sie durch. Wir haben dieses Jahr in den USA viele Beispiele gewalttätiger Verzweiflungstaten gesehen. Sind im nächsten Jahr mehr davon zu erwarten? Natürlich. Schau dir an, was in Griechenland und Spanien passiert. Die Leute begehen Selbstmord. Schau dir an, was in diesem Land passiert. Jeden Tag liest man eine Geschichte, wie einer 3 Leute, 5 Leute, 7 Leute oder 9 Leute wegpustet. So war das früher nicht. Schau dir an, was in Florida passierte, wo ein Typ eine DVD bei Walmart geklaut hat und die Sicherheitsleute ihn zusammengeschlagen haben und umgebracht haben. Es ist einfach übertrieben. Können die Menschen nicht sehen, was los ist? Die Gesellschaft zerfällt vor unseren Augen. Und schau dir diese Wahl an. Ich bin schon lange im Geschäft, aber ich habe es noch nie erlebt, dass die Aktienmärkte direkt nach einer Wahl $1 Billion verschleudert haben. Es gab keine Begeisterung nach der Wahl, stattdessen begann im Nahen Osten ein Krieg und ein Idiot wie Petraeus bestimmt mit seiner Affäre mit dieser Frau die Schlagzeilen. Ich meine, komm schon, willst du über den Niedergang des römischen Imperiums reden? Und dann sieht man den Idioten zu, wie sie an Black Friday übereinander stolpern, um irgendein Schnäppchen zu ergattern. Der Wahnsinn an Black Friday war dieses Jahr wirklich überwältigend. Die Leute haben sich auf ihrem Weg in die Läden regelrecht niedergetrampelt. Abschließend will ich noch auf praktische Lösungen eingehen, für Leute, die sich und ihre Familie darauf vorbereiten wollen, was in Zukunft und in 2013 auf sie zukommt. Welchen Rat würdest du Familien geben? Zunächst mal sollte man absolut nichts kaufen, das man nicht wirklich braucht. Und bevor ihr eure Kinder auf Schulen oder Universitäten schickt, prüft auch, ob sich das irgendwann bezahlt machen kann. Ich meine, du musst nicht zur Uni gehen, um Englisch zu lernen, weißt du?
Englisch im Hauptfach, komm schon. Oder Kunstgeschichte, oder wenn du Fotograf werden willst. Solche Dinge kannst du lernen, wenn du das Verlangen hast, von wahren Meistern zu lernen. Und das gilt auch für viele andere Bereiche. Vertiefe dich in so viele Bereiche, wie du kannst, wenn sich in der Zukunft etwas damit verdienen lässt. Außerdem, und ich spreche hier nur für mich selbst, investiere ich weiterhin in Gold und Silber. Und einer meiner guten Freunde macht es so, dass er jeden Monat das kauft, was er sich leisten kann. Das ist besonders für jüngere Leute interessant, wenn man am Ende des Monats ein paar hundert Dollar übrig hat. Wie gesagt, ich sage niemandem, was er tun soll, aber so machen es andere, dass man dann kauft, was man kann. Und auch Immobilien sind keine schlechte Anlage. Du musst schließlich irgendwo leben. Du brauchst ein Dach über dem Kopf. Du brauchst Nahrung, Kleidung und eine Unterkunft. Der Darlehenszins für Immobilien ist momentan sehr niedrig, bei 2,87%. Das gab es noch nie. Sie entwerten die Währung. Wenn du ein Heim brauchst und eins findest, in das du dich verliebst und wenn du es dir leisten kannst, solltest du einen Kauf in Erwägung ziehen. Ich habe gerade zwei Geschäftshäuser gekauft, die beide eine lange Geschichte haben. Eins wurde in den 1750ern gebaut, das andere in 1774. Deshalb habe ich sie gekauft. Ich will sie erhalten. Was gibt es sonst noch? Pflanze Lebensmittel an, kaufe von lokalen Unternehmen, unterstütze die Menschen um dich herum. Und was ich immer wieder sage ist, sprengt die Ketten. Weißt du, nicht nur italienisches Essen ist gut, also wenn du ausgehst, unterstütze die Ortsansässigen. Bei allem, was du tust und was du kaufst, hilf vor Ort. Hör auf, gentechnisch veränderten Müll zu fressen und strebe nach dem Höchsten in dir, das du erreichen kannst. Meiner Ansicht nach wird jeder mit einer einzigartigen Begabung geboren. Ich bin natürlich nicht der Einzige, der das behauptet. Vervollkommne diese Begabung. Denn wenn genug Menschen die Wahrheit in sich selbst finden, schlucken sie nicht mehr den Müll von den idiotischen Politikern, den speichelleckenden Bürokraten, den Verlierergenerälen und den anderen Offiziellen. Und dann beginnen sie selbst ihre Zukunft zu gestalten. Denn wenn du deine Zukunft nicht selbst in die Hand nimmst, werden die Psychopathen und Soziopathen das für dich übernehmen und das wird dir bestimmt nicht gefallen. Gerald, wo können wir mehr von dir lesen? Trendsjournal.com, trendsjournal.com.